Drei Jahre haben die Bauarbeiten am neuen Kurt-Frenzel-Stadion gedauert. In dieser Saison spielen die Augsburger Panther zum ersten Mal im vollkommen überdachten Stadion. Ja, das Wichtigste war erstmal die DEL-Tauglichkeit, sprich dazu ist eine Einhausung erforderlich. Diese Einhausung zieht hinter sich, dass wir eine neue Lüftungsanlage brauchen. Und so ging es weiter und daher sind diese zwei, drei Jahre Bauzeit doch irgendwo verständlich. Neben der Überdachung des Stadions gab es noch das Großprojekt Tribünen. Es war damals ein falscher Steigungswinkel, dadurch haben die Fans leider zu wenig sehen können und es wurde alles in komplizierter Art und Weise dann verbessert wieder und jetzt, wie gesagt, ist die Sicht so, wie wir uns das wünschen, wie unsere Fans sich das wünschen. Neu ist der Ausblick vom Businessbereich. Das ist eine mittlere Kategorie, sage ich mal. Für 69 Euro hat man hier die Möglichkeit, sich ans Fenster sozusagen zu setzen. Ich glaube, das ist eine sehr interessante, spannende Weise, Eishockey zu verfolgen. Das gilt sicherlich auch für die neuen VIP-Logen. Wir haben wieder 12 Stück, zwei 16er Logen, 10 12er Logen und ich glaube, ein Blick von da oben, den es in Deutschland in Eisstadien nicht ein zweites Mal gibt. Damit sind die Panther für ihre Heimspiele bestens gerüstet.